Ich bekomme heute alle 5 Minuten irgendeinen zufälligen Effekt. Dieser Effekt kann positiv sein oder negativ sein. Und damit versuche ich Minecraft durchzuspielen. Vergesst auf jeden Fall keinen Daumen nach oben da zu lassen. Lasst hier ein Abo da und schreibt mal irgendwas in die Kommentare, ne, für den Algorithmus. Und euch jetzt viel Spaß bei dem Video. So, es geht dann jetzt auch direkt los. Wir haben direkt auch schon einen Effekt bekommen. Wir haben hier oben Speed. Ihr seht es, für 5 Minuten ungefähr. Speed ist jetzt am Anfang ein relativ guter Effekt. Können da auch echt doofe Effekte sein, wie zum Beispiel dieser Schwerelosigkeit-Effekt. Dann fliege ich einfach random nach oben und wenn ich hier nach oben fliege, dann war es das für mich. Oder stellt euch mal vor, ich kriege für 5 Minuten Vergiftung. Was soll ich dann machen? Ich bin 5 Minuten aufgeschmissen. Also die negativen Effekte sind alle echt verrückt, ey. Jetzt Speed ist halt echt praktisch, ne? Wir kommen so schnell von A nach B. So, als erstes, was wir machen müssen, ist natürlich nach einem Dorf suchen. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen irgendwo Essen und da kriegen wir direkt Eisen, weil ich muss so schnell es geht einen Wassereimer kriegen. Weil wenn ich da einmal irgendwo hochfliege und nirgendwo hier so eine mich verstecken kann unter Bäumen oder so, dann bin ich aufgeschmissen. Dann war es das mit mir. Oder ich baue halt hier Eisen ab. Aber nee, ich brauche auch Essen. Wir müssen ein Dorf suchen. Dafür ist halt Speed jetzt echt praktisch, ne? So, ein Bett ist auch nicht verkehrt. Deswegen, wir machen uns hier direkt auch mal die Schafe ready. Dann haben wir jetzt gleich ein Bett, damit wir die Nacht skippen können. Aber wir müssen jetzt wirklich so schnell es geht ein Dorf finden. Da hinten ist ein Portal. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Oh. Es wird dunkel. Ich craft mir mal direkt ein Bett. Du kannst nur nachts pennen. Hallo, es wird doch Nacht. Lass mich schlafen. Bitte. Okay, wir looten jetzt das Room Portal. Und danach würde ich sagen, checken wir das Bett auf jeden Fall ab. Oh. Wir nehmen das hier alles mit. Ich muss pennen gehen. Okay, jetzt. Oh. Danke. Oh mein Gott, wir haben Verbrennung auf dem Schwert. Das ist wirklich wichtig für Essen. Ich muss mich eigentlich gleich bei 5 Minuten muss ich mich unter einen Baum stellen. Weil wenn ich dann da hochfliege, ich kann jetzt gerade dagegen nichts machen. Oh mein Gott, ich habe ja vergessen. Ich kriege ja dann 5 Minuten lang den Effekt. Ich fliege ja 5 Minuten lang dann nach oben. Oh nee, ich dachte, ich fliege... Oh, das habe ich gar nicht mitbedacht. In meinem Kopf war ja, ich fliege kurz einmal hoch und falle direkt wieder runter. Nee, ist nicht so. Ich fliege ganze 5 Minuten nach oben und falle dann nach unten. Wir haben noch 20 Sekunden. Ich bleibe jetzt hier unten drunter stehen. Ich habe noch mal Speed bekommen. Ja, nehme ich mit. Ja, das sieht so gescriptet jetzt aus, ne? Von allen Effekten kriege ich noch mal Speed. So, essenstechnisch haben wir uns hier schon mal gut ausgesorgt mit den Tieren. Das ist schon mal sehr gut. Ein Dorf wäre trotzdem noch geil, damit wir irgendwie Pfeile ranholen können und so auch. Aber wenn wir jetzt noch mal Speed haben, ist es ja richtig crazy. Dann lass uns mal traveln. Wir haben auch direkt Speed 2, was geisteskrank ist. Ich glaube, essenstechnisch sieht es jetzt schon mal gut bei mir aus. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Ich finde kein Dorf. Oh mein Gott, wir kriegen gleich schon in 1,5 Minuten den nächsten Effekt und ich habe immer noch kein Dorf gefunden. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach Eisen abbauen soll. Wir machen jetzt hier ein bisschen Eisenabbau-Action. Guck mal, hier ist ganz viel Eisen. Wir bauen das jetzt hier einfach alles ab und fertig. Machen wir es jetzt einfach so. Weil Pfeil und Bogen kann ich auch noch später mich drum kümmern. Wir brauchen jetzt nicht zwingend ein Dorf. Oh mein Gott, ich krieg gleich einen neuen Effekt. Oh nein, noch 10 Sekunden. Ich baue mich hier ein am besten. Und jetzt kriege ich einen neuen Effekt. Bitte keine Vergiftung. Was habe ich abbekommen? Schleim 2? Was ist das für ein Effekt? Den kenne ich gar nicht. Das ist ein neuer Effekt. Hä? Warte mal, ist das dieser Effekt, wenn ich... Warte mal, wenn ich wen kille, kommt dann da irgendwie ein neues Monster oder so raus? Was ist Schleim 2 für ein Effekt? Ich muss das kurz googeln. Ich check den Effekt nicht. Ich habe diesen Effekt jetzt gegoogelt. Anscheinend bringt uns dieser Effekt nichts, weil das ist dieser Effekt, wenn ich den jetzt auf einen Zombie draufgeworfen hätte und der Zombie den Effekt hätte und ich den Zombie kille, kommt ein zweiter Zombie quasi. So habe ich es jetzt verstanden. Und da ich mich nicht selber kille, kommt auch keine zweite Version von mir. Also ist dieser Effekt mehr oder weniger für uns jetzt in dem Sinne useless. Aber es ist egal, weil damit haben wir jetzt quasi einen Free-Effekt jetzt so, weil der bringt uns halt jetzt nicht. Das ist jetzt so, als ob wir jetzt ganz normal Minecraft spielen würden. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Eisen. Oh mein Gott, wer bist du denn gewesen? So, wir haben 10 Eisen. Okay. Oh mein Gott, hier sind Dias. Was? Warte mal. Ich brauche Kohle. So, auf ein neues. Die nächste Runde beginnt jetzt schon mal super. Wir haben direkt Blindheit 2. Ja, wow. Hätte ich auch gleich ohne Brille spielen können, wäre dasselbe bei rumgekommen. Wir lassen uns davon jetzt nicht unterkriegen. Die erste Runde war ein bisschen, ja, zum Ende hin. Ja, lass nicht drüber reden. Wir gucken jetzt mal, dass wir diese Runde jetzt hier besser machen. Das war Aufwärmrunde, sage ich mal, ne? Ich sehe halt absolut gar nichts. Oh mein Gott. Ich sehe kein Dorf. Sehe nicht, ob jetzt hier gleich irgendwo eine Schlucht kommt und ich da runterspringe. Ich sehe keine Tiere. Ich sehe nichts. Warum kann ich nicht sprinten? Kann man, wenn man Blindheit hat, nicht sprinten? Ich kann nur normal laufen, ich sprint gar nicht. Muss ich das verstehen? Bitte, noch 2 Minuten, dann haben wir das hier endlich hinter uns. Oh, Blindheit 2 ist auch echt krass. Ich sehe irgendwie nur 3 Blöcke weit. Guck mal, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. 1, 2, 3. 3 Blöcke weit sehe ich. Stell euch mal vor, ich spiele jetzt so die ganze Zeit. Vorhin habe ich ja 2-mal hintereinander Speed bekommen. Was, wenn ich jetzt nochmal Blindheit kriege? Oh mein Gott, jetzt noch 30 Sekunden. Oh mein Gott, ich muss mich unterstellen. Ich muss mich irgendwo unterstellen. Ich muss mir das hier bauen, weil wenn ich jetzt gleich hochfliege, dann bin ich tot. Deswegen, ich muss mir aus Safeness-Gründen jetzt das hier erstmal bauen.
Und? Digga, ich hab Wither-Effekt. Ich werde sterben, ne? Ich werde sterben. Der Wither-Effekt killt mich. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht gegenhealen. Was mache ich jetzt? Das gibt es... Was für Wither-Effekt? Sättigungseffekt. Das heißt, wir brauchen uns um 5 Minuten lang keine Sorgen um Essen machen. Erste Runde werden wir rücksichtslos von einem Creeper hochgejagt. Zweite Runde kriegen wir Wither-Effekt und sind quasi machtlos. Wir konnten nichts machen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe mich versucht, gegen zu healen, aber ich hatte keine Chance. Das war, ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen Wither-Effekt Stärke 2. Ihr habt gesehen, wie schnell ich down bin. Das Ding ist, wenn ich diesen Effekt kriege, selbst wenn ich Rüstung und so habe, das geht ja komplett durch die Rüstung. Wenn dieser Effekt kommt, bin ich tot. Egal, was passiert, ich bin tot. So, wir nehmen aber auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Essen mit, weil wir brauchen so oder so irgendwann wieder Essen. Aber bis jetzt ist es ganz gut, dass wir diesen Sättigungseffekt haben. So, jetzt am besten so schnell es geht ein Dorf finden. So, ich kann Fallschaden kriegen. Ist mir egal, weil wir healen ja die ganze Zeit, ne? Vergiftung, Wither und dieser Schwerelosigkeitseffekt. Diese Effekte, die killen mich. Wenn ich die kriege, bin ich down. Und wenn mir jetzt einer in den Kommentaren schreibt, du kannst ja auch einfach eine Milch nehmen. Nee, geht nicht. So, wir craften uns schon mal den Wassereimer. Soll ich mir ein Schild machen? Komm, ich mach mir ein Schild. Feuerzeug können wir auch noch andersweitig ranholen. Aber ein Schild ist erstmal wichtiger. Damit wir nicht wieder von einem Creeper sterben. So, okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen Food. Wir können uns jetzt aufmachen und wieder nach oben gehen. Wir kriegen auch in einer Minute schon einen neuen Effekt, wenn jetzt da wieder irgendeine Kacke kommt, ne? Bitte, gib mir einfach wieder Speed oder so, gib mir Sprungkraft, gib mir irgendwas, gib mir, was weiß ich, Regeneration, ist mir egal, aber bitte, gib mir keinen negativen Effekt. Ich stelle mich hier unter den Baum und wir kriegen Bad Omen. Ich darf nicht mehr in ein Dorf gehen für 5 Minuten. Ja, dann ist das so. Oh mein Gott, warte mal. Ich kann mir doch hier diese Pilze mitnehmen, falls wir dann wieder Vergiftung oder irgendwas kriegen, dass wir dann diese Pilzsuppen haben. Die uns dann ja, die geben uns ja Regeneration und so. Wir brauchen hier ein bisschen diese Blumen. Ich weiß nicht, ob nur die gelben gehen oder ob auch die anderen gehen, aber wir brauchen hier die Blumen auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir können da in den Nether, ne? Soll ich jetzt schon tryen, in den Nether zu gehen? Wir könnten rein theoretisch mal in den Nether reinluschern, oder? Oh, ich habe kein Feuerzeug, ne? Da müssen wir das jetzt hier irgendwie anzünden. Zünden wir das Ganze jetzt hier irgendwie mal an. Ja, und das muss jetzt dann nur noch brennen. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal brennen und ich kümmere mich jetzt hier um ein bisschen Food nochmal. Kriegt einen neuen Effekt. Okay, wir haben nur Schwäche gekriegt. Das ist egal. Schwäche ist okay. Damit kann ich leben. Oh, Unterwasseratmung oder so wäre jetzt geil gewesen. Und ich kriege einen neuen Effekt. Ist es irgendwas Schönes? Bitte nichts, wo ich Damage kriege. Bitte. Abbaulähmung. Ja, ich kann nichts mehr abbauen. Ah, Abbaulähmung dauert einfach. Ich dachte immer, man kriegt mit Abbau, man kann mit Abbaulähmung gar nichts mehr abbauen. Ah, okay, man kann es einfach nur ganz schön langsam abbauen. Ja, dann. Das Portal ist immer noch nicht an. Ist uns egal. Wir haben jetzt eh Keys. Aber es wird halt ewig dauern jetzt, ne? Dann mache ich mir jetzt Schuhe und wir machen uns einen Flintenstiel. So, dann nehmen wir hier die Lava eben weg. Mir fällt gerade auf, ich habe nicht so wirklich Essen. Ich habe nur ein gebratenes Schweinefleisch. Egal, ich gehe jetzt erstmal in den Nether und wir gucken, was uns da erwartet. Night Vision. Okay, wir haben jetzt für 5 Minuten Night Vision. Das ist okay. Aber ich sag's euch ehrlich, ich glaube, es lohnt sich nicht wegzugehen, ne? Ich muss halt essen. Ich habe ein Fleisch. Wenn ich das jetzt gegessen habe, dann bin ich halt down. Und wir brauchen noch Pilze. Ich brauche noch rote Pilze unbedingt. Oh mein Gott. Warte mal. Was ist das hier? Was ist das hier? Ah, das ist ein Igloo. Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, ich hätte jetzt schon ein Stronghold gefunden. Oh mein Gott. Ich kann doch Goldäpfel farmen. Aber wir haben jetzt schon mal einen Goldapfel. Aber das bringt halt nichts. Wir haben 5 Minuten lang dann diesen Effekt, ne? Wenn ich Vergiftung habe, das ist okay. Sollte ich jetzt irgendwie wieder diesen Wither-Effekt kriegen, dann bin ich aufgeschmissen. Oh, Dias. Ja. Okay, es sind leider nur 2, aber besser als nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir hier noch das Eisen mit. Dann sind wir jetzt Full Iron. Dias darf könnten wir uns eigentlich auch noch machen, ne? Da ist Gold auch wichtig. Wichtiger als Dias eigentlich im Moment. Weil wir haben noch 3 Äpfel, dann können wir uns vielleicht 3 Goldäpfel damit machen. Deswegen nehme ich hier auch unbedingt das ganze Gold mit. Oh Gott, ich kriege jetzt den Effekt in 5 Sekunden. Bitte, es darf kein Wither-Effekt sein. Nein! Mein erster Goldapfel. Ich esse ihn. Oh mein Gott, ich muss schnell zu meinen Öfen. Das war's. Was ist das für ein Scheiß? Okay, das Ganze geht von neu los. Wir haben jetzt Sprungkraft. Ey, dieser Wither-Effekt, der wird mich noch echt umbringen. Ich brauche mindestens, keine Ahnung, 10 Goldäpfel, wenn ich diesen Effekt habe. Wir müssen uns um Goldäpfel kümmern und wir müssen uns um diese Suppen kümmern. Sonst wird diese Challenge hier nie enden. Und egal, was da passiert, ich kann mich da auch nicht gegenhealen. Ich weiß nicht, ob es eine andere Methode gibt, um diesen Wither-Effekt zu umgehen. So, hier hinten haben wir schon unseren ersten Apfel. Ja, Äpfel ist halt auch schwer ranzuholen, ne? Mir fällt gerade auf, ich brauche, um diese Regeneration zu machen, diese Blumen, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Boah, es ist doch nicht, es kann doch nicht so schwer sein. Ein Dorf finden, dann in den Nether,
schnell alles farmen. Oh, wir können es eigentlich so schnell schaffen, aber dieser Wither-Effekt hält uns immer auf. Ah, wir haben einen neuen Effekt bekommen, habe ich gar nicht mitbekommen. Unterwasseratmung. Ja, ist doch auch okay. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Der nächste Try startet. Wir sind direkt mit Meereskraft 2 in der Runde. Okay. Ich würde sagen, das hier ist jetzt der allerletzte Try, den ich versuche, weil dann habe ich keine Energie mehr für dieses Video. Dann müssen wir es in einem anderen Video nochmal versuchen. Also jetzt muss gefocust werden. Wir dürfen uns nicht von einem Trident umbringen lassen oder irgendwie von einem Creeper in die Luft sprengen. Das Einzige, wo ich jetzt sterben darf, ist eigentlich dieser Wither-Effekt. Aber den müssen wir jetzt auch noch irgendwie umgehen. Ich werde jetzt erstmal hier hingehen, weil hier sind ganz viele Pilze. Die brauchen wir halt gleich so oder so, um uns diese Suppe zu machen. So, hier müssen wir jetzt alle Pilze mitnehmen. Jetzt brauchen wir noch rote Pilze und wir brauchen dann auf jeden Fall diese eine Blume noch. Und dann haben wir es. Wir haben jetzt 45 von diesen Pilzen. Ich brauche jetzt noch rote Pilze und dann die Blume. Dann kann der Wither-Effekt uns eigentlich auch nichts mehr anhaben. Blindness, oh mein Gott. Warum? Warum? Stellt euch mal vor, ich bin jetzt beim Ender-Dragon und kriege dann Blindheit. Dann bin ich ja total aufgeschmissen. Was will ich da machen? Kannst du vergessen. Oh, das ist die Blume. Die brauchen wir. Oh mein Gott, hier sind ganz viele von denen. Bitte. Jetzt brauchen wir nur noch den roten Pilz. Dann haben wir 18 Stück. So, von mir aus kann jetzt auch dieser Schweben-Effekt kommen, aber es kann alles kommen, bis auf keinen Wither. Oh, Vergiftung, okay. Poison-Effekt ist noch okay. Wir können uns halt dagegen healen. Aber das ist halt jetzt das Doofe. Ich kriege die ganze Zeit Damage, ne? Ich habe kein Bett. Ich habe kein Bett. Das ist jetzt Nacht. Kriege jetzt kein Damage mehr. Ich bin aber auf einem halben Herz. Wir machen jetzt hier echt risky Aktion. Muss jetzt hier irgendwie ein Bett ranholen. Ich muss mich runterbauen. Ja, ich muss jetzt hier 5 Minuten chillen, ne? Baue mir jetzt hier eine Trap. So, sollen sie kommen, die Viecher. Okay, in 10 Sekunden ist es soweit. Hey, wir haben nur Jump Boost bekommen. Wir müssen immer noch warten, bis es Tag wird. Kann jetzt halt irgendwie gucken, ob ich irgendwie noch einen Schaf finde oder so. Ich habe mir hier so richtige Low-Budget-XP-Farm gebaut. Was ist das hier? Irgendwo muss ich jetzt ein Schaf herbekommen, damit wir uns schnell ein Bett machen können, damit wir die Nacht skippen können. Weil dann kann ich hier wieder unbesorgt rumrennen. Zack, dich habe ich. Und jetzt rennen wir schnell weg. Craft mir schnell ein Bett. Kann ich hier pennen? Ja. Oh, sehr stark, sehr, sehr stark. Jetzt bitte, ich brauche noch diese Pilze jetzt irgendwo her. Aber diese Pilze kriege ich auch am besten durch den Nether, oder? Da bin ich jetzt überfragt, was ich machen soll. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt, dass wir irgendwo einen Lavasee suchen oder halt eine heftige Höhle und gehen dann in den Nether. Okay, warte mal, hier ist irgendwo ein Lavasee. So, Portal steht. Wir haben noch keinen Flint und Steel, das ist das Doofe. Ich habe kein Eisen. Das müssen wir jetzt auch noch rankriegen irgendwie. Was habe ich gekriegt? Ich habe diesen Delfin-Effekt gekriegt. Okay, ja, den nehme ich auch mit. Oh mein Gott, das Skelett killt mich jetzt. Oh mein Gott. Ich bin ausgetappt. Oh mein Gott, nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab keinen Bock mehr. Das gibt es nicht. Das ist so lächerlich. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal in einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr das unbedingt nochmal sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die Stimmen werden zu laut. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.